Ich spüre nichts beim Zeichnen, ich habe keine Erkenntnisse. Vielleicht geht's dir auch so und du bist ärgerlich oder traurig oder verzweifelt, denn du hast schon so viel Gutes von der Neurografik und ihren Wirkungen gehört und jetzt tut sich bei dir scheinbar nichts. Ja, es geht mehreren so, deswegen bist du nicht alleine und ich möchte dir und allen anderen ein wenig den Druck nehmen. Ich möchte euch ein paar Hinweise geben, wie ihr vielleicht aus diesem Tal rauskommt und was ihr machen könnt. Also, das mache ich natürlich anhand einer Zeichnung. Schauen wir uns das mal an. Ich fühle nichts. Woran könnte denn das liegen? Ja, die erste Frage ist mal, wie neu ist denn Neurografik für dich? Also wenn das die erste Zeichnung ist oder so oder die zehnte, dann kann es sein, dass die Basiskenntnisse einfach noch nicht so wirklich sicher sind. Weißt du, was der Basisalgorithmus ist? Die 8 Schritte. Musst du da immer noch nachdenken? Wie viele Zeichnungen hast du denn schon gezeichnet? Und warst du vielleicht im Basiskurs? Das wäre eine Idee, um einfach die Basiskenntnisse sicherer zu bekommen. Denn es ist natürlich so, wenn du dich konzentrieren musst, welcher Schritt denn wann kommt und wie das überhaupt funktioniert mit diesem Basisalgorithmus, dann bist du noch viel zu sehr in der Technik drin, um dich überhaupt auf die Zeichnung und auf den inneren Prozess zu konzentrieren, zu fokussieren. Und dann spürst du automatisch nichts. Das ist ganz normal. Ja, oder du hast das Gefühl, die Anleitung ist zu schnell. Auch da stellt sich dann wieder die Frage, wie neu ist Neurografik für dich? Also der ganze Komplex, den wir da drüben besprochen haben, wie viele Zeichnungen hast du denn schon gezeichnet? Denn es ist ganz klar, wenn man erst ein paar Zeichnungen gezeichnet hat, dann ist man noch zu sehr im Machen und im Tun und der Anleitung zu folgen, als dass man sich wirklich auf die Zeichnung und auf den Prozess konzentrieren kann. Oder vielleicht bist du auch einfach nur jemand, der mit Live-Sessions nicht so gut zeichnen kann. Da ist es halt wirbelig und es werden Fragen gestellt und beantwortet und die Anleitende, ja, fragt vielleicht dann auch noch was und erklärt was und so weiter. Naja, und dann ist es für dich einfach besser, die Aufzeichnung zu nehmen und ganz in Ruhe und in deinem Tempo zu zeichnen und immer wieder Stopp zu machen und einfach nachzuzeichnen und dann erst wieder weiterzuschauen, wenn es dann für dich auch mit der Zeichnung weitergeht. Das geht vielen so und es ist ja auch ganz in Ordnung. Naja, und dann kann es sein, dass du einen Widerstand spürst. Die gute Nachricht dabei ist, du spürst schon mal was. Also du bist auf der richtigen Richtung unterwegs, auf der richtigen Spur. Jetzt heißt es, da noch tiefer zu graben und die Gründe für diesen Widerstand rauszubekommen. Da wäre es eine Möglichkeit, eine Entladung zu machen. Oder wenn du gar nicht weißt, in welche Richtung du schauen musst, gäbe es noch die Möglichkeit, einen Absichtscheck zu zeichnen. Also Entladung und Absichtscheck sind beides Modelle, die du im Basiskurs lernst. Da sind wir wieder beim Basiskurs. Also es ist immer eine gute Idee, einen Basiskurs vorher zu machen. Dann hast du einfach das Rüstzeug, um da weiterzugehen. Oder es kann natürlich sein, dass dir der Dozent oder die Dozentin nicht liegt, dass die Chemie zwischen euch beiden nicht stimmt. Das ist menschlich. Dann ist es aber wirklich ganz einfach. Dann kannst du dir aus dem großen Pool von Neurografik-Trainerinnen und Trainern einfach jemand anderen suchen und damit sicherlich eher dann ans Ziel deiner Wünsche gelangen. Ich fühle nichts und meistens korrespondiert das dann auch mit dem Satz, ich habe keine Erkenntnisse. Auch da kannst du all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, dir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber sehr, sehr wichtig ist, lass dir einfach Zeit. Lass du dir Zeit und lass der Neurografik Zeit zu wirken. Also, wenn du mehr Zeit brauchst, nimm die Aufzeichnung, zeichne in deinem Tempo. Dann häng das Bild, das rausgekommen ist, irgendwo hin, wo du immer mal wieder drauf schauen kannst. Du musst überhaupt nicht groß nachdenken, sondern lass es einfach wirken. Es kann sein, dass in 3 Tagen oder in 3 Wochen oder in 3 Monaten der Knopf aufgeht und du eine Erkenntnis hast. Oder es kann auch sein, bei Themen, die wirklich tief in dir drin sind, dass du nicht nur eine Zeichnung brauchst, sondern 3 oder 10 oder 50 Zeichnungen zu diesem Thema, bis dann endlich mal sich etwas rührt und in Bewegung gerät und
dann geht es meistens relativ schnell. Also, lass dir und der Neurografik Zeit. Ich hoffe, ich konnte jetzt deinen Druck ein wenig rausnehmen und deinen Anspruch an dich und die Neurografik ein wenig runterdimmen. Du weißt jetzt, was du machen kannst, um da aus diesem Tal rauszukommen. Und jetzt weißt du auch, dass mein Spruch, den ich immer am Ende meiner Videos sage, genau eigentlich auch dein Leitspruch werden sollte, nämlich Keep on drawing. Genau. Ich bin Ingrid Werner, Neurografiktrainerin, und bis zum nächsten Mal. Bye bye.